Also ich habe mich auch vorhin nicht viel gesehen, wie es das Mal noch beschlagen ist. Jetzt sind wir ein bisschen Ah, dann hast du eine geile Nummer da. Natürlich, wenn wir alles klaffen, dann sind wir noch ein kleiner Teil. Ja. Wie 140? Ah, 45, ja, der Tempolimit. Das Chassis, der könnte eigentlich umlegen. Ja. Das ist ja gut, das ist auch einiges auf mich da. Wenn du alles hast. So. Cool. Da noch Schirmedachs her. Hey. Dann wünsche ich mir einen schönen. Schönen? Wenn du einen Chopperflasche schon gegeben. Noch nicht ganz. Aber eine Notladung haben wir jetzt gesehen von dem. Ja. Und halt auch Jetzt gibt er dann so seine riesengroßen Kerne gerade zurück da. Hoi, die haben ja nicht heute gesagt. He? Also du schon. Haben Sie Freddy? Friedi? Hoi, Hans-Rudi. Hoi. Hans-Rudi. Rico. Nein, das kann ich nicht sehen. Hans-Rudi. Die habe ich schon gesehen. Bei dir kommen dann auch wieder. Prozent Akku voll drin. Ich habe gesagt, liegt zum Ionenakku rumstehen lassen, tut nicht gut. Sollst du runterfahren? Ein bisschen brauchen. Und dann hat er mir einfach gerade den Schlüssel in die Hand gedrückt. Ja, und gefunden, okay. Hey, heute keine Zeit mehr, ich soll ein bisschen fahren. Dann habe ich gesagt, ja, dann nehme ich den Tag an. Dann stammt es mit. Hat er gefunden, schön, ja. Das ist eine coole Sache. Also, links haben wir Drive, Neutral und Retourgang. Rechts haben wir die Scheibenheizung eingeschaltet. Jetzt muss ich, da unten die Handbremse noch lösen. Ja, jetzt in diesem Dampf. Bei mir habe ich auch gerade gemeint, sobald ich langsam fahre, läuft er mir an. So, jetzt gehen wir ab die Post und in den Verkehr. Als erstes geht einmal eine Rechtskurve. Wenn wir das zu stark machen, dann mutzt er, aber es passiert nichts. Ja. Dann tut er einfach ein bisschen wenig. Jetzt gehen wir in die Zepfelstrasse rechts. Was knackt denn da so? Ist das einfach Mechanik hier? Das war mein Sitz, der jetzt eingeführt ist. Okay, jetzt ist der Sitz arretiert. Und das Coole ist, wenn du so geradeaus kannst fahren, kannst du so ganz schön ein bisschen cruisen halten. Gummi warm machen wie ein TÜV auch, oder? Weißt du, halt einfach, das ist ein TÜV. Ja. Das ist wirklich vom Fahrfeeling her ein TÜV. So, Mutter, wir kommen, Achtung. Und jetzt geht es über den Bahnübergang. Wie meinst du damit? Wie meinst du, das ist im Winter? Hat Heckantrieb, oder? Logisch. Ja, Heckantrieb und drei Räder. Also besser kannst du es nicht haben. Das ist ein TÜV für im Winter. Ja. Oder? Ein Kipper kann den nicht, oder? Nein. Jetzt, also wenn es jetzt wegschmiert und einem einen Randstein anstehst, dann haut es dich um. Ja, vermutlich auch Randstein anstehen. Aber das ist bei allen ja, so. Ja, du kannst nirgendwo hinlegen mit dem Randstein. Ja. Aber wir können jetzt mal schnell das Kabel machen, geradeaus. Ja? Ja. Merkst du? Also, du kannst eigentlich machen, was du willst. Das ist jetzt mit massiven Lenkeingriff, oder? Ja, okay. Aber im Normalfall machst du das ja nicht. Ja, da. Jetzt gehen wir mal rauf in die Spieltrine. Du bist schon genau eine Kippte eigentlich um deinen eigenen Drehpunkt ein bisschen, weißt du? Ja. Schweit dich nicht hin und her oben. Überhaupt nicht. Hat man das Gefühl. Also, jetzt tun wir mit wenig Geschwindigkeit eine Kurvbewegung machen. Jetzt bleiben wir gerade stehen mit wenig Geschwindigkeit. Ja. Jetzt, wenn ich so über 15 km/h bin, fängt er an richtig einkippen. Okay. Oder? Das ist eigentlich der Unterschied. Also der macht das geschwindigkeitsabhängig vom Einkippen. Jetzt vorher sind wir schnell gefahren und ich habe starke Lenkeingriffe gemacht. Dann kippt er scharf. Oder? Jetzt sagt er sich. Jetzt mit dem Blinker hast du auch, oder? Ja, ja. Nein, ist am Laufen der Blinker. Selbstverständlich.
Aber aufgrund von der Geschwindigkeit macht er das schärfer, damit dich nicht überstuhlen kann. Ja. Das hat er gut im Griff, finde ich. Und vom Fahren her, das ist doch angenehmer zum Fahren als ein Renault Twizy. Ich kenne die Twizy nicht. Ah, Renault Twizy ist eine Schepperkiste. Ich bin noch nie mitgefahren. Das ist eine Schepperkiste, wie es im Buch steht. Und hat auch gerade die Fenster drin, alles, oder? Ja, also das kannst du auch zumachen, oder? Ich halt gerne offen. Hat er jetzt noch... Also ABS und so Zeug hat er auch nicht, oder? Ich nehme es nicht an, keine Ahnung. Ich kann... Also, willst du mal eine Vollbremsung? Ich kann eine Vollbremsung machen. Ja, schaust du, wie es da vorne drei, kommt. Zwei... Ah nein, wir fahren noch schnell den Tropfen. Da vorne haben wir einen schönen Tropfen. Und Retrogang hat er auch nicht mehr, oder? Ja, genau. Ja. Jetzt fahren wir mal gerade vor und jetzt machen wir eine Vollbremsung. 3, 2, 1, Stopp! Er haltet auf jeden Fall schnell, also, oder? Ich wollte jetzt gerade sagen. Und schweigt nicht weg. Nein, Pico-Velo. Also, das war jetzt super gewesen. Für das es noch bergab geht, gell? Und ich habe mich nicht einmal getaugt mit 100% voll in diesem. Also, jetzt machen wir nochmal eine Vollbremsung, oder? 3, 2, 1 und Stopp! Nein, ist noch stärker angehalten. Was ist jetzt da gewesen? Jetzt habe ich richtige Fiesen nie getroffen. Ja, höchstens. Wir sind über 30 gewesen. Das ist schon geil. Also das Fahrfeeling in der Kiste. Und jetzt rührst du deine grossen Ford fort, oder was? Parkst du den aus? Ich habe keinen Ford. Oder was? Das sind alles ausgeparkte Gümmel. Ja, ja. Der auch. Ja, also den hast du jetzt ja gerade erzählt. Du kennst ihn aus. Ah, das ist auch gut. Wo sind wir jetzt da? Konsumstrasse? Ja, keine Ahnung. Jetzt kommen wir wieder runter. Es gibt jetzt halt ein bisschen geschissene Aufnahmen, dann wird es wahrscheinlich noch schlecht beim Zuschauen. Danke. So, aber neutral schalten, Handbremse anziehen. Das muss ich ja auch. Türen lösen, Türen öffnen. Oh.